Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den FSV Zwickau. Ich fange heute mal an mit den Ergebnissen von den anderen Plätzen. Da haben wir Mannheim gegen Dresden 2:1, Aue gegen Elversberg 1:1, Saarbrücken gegen Meppen 0:0, Borussia Dortmund gegen Verl 1:0 und Bayreuth gegen 1860 1:0. Hier an der Hafenstraße waren 17.317 Zuschauer, die haben ein 1:1 gesehen. Die Tore erzielten Könnecke für Zwickau und Götze. Und nun begrüße ich sehr herzlich die beiden Trainer hier am Tisch, nämlich von unserem Gast Joe Enox und Christoph Dabrowski. Und ich bitte Herrn Enox zuerst, den Kommentar zu sprechen. Ja, vielen Dank. Es war ein cooles Spiel, also eine coole Atmosphäre. Also wir wussten halt, was uns erwartet hier in Essen. Wir haben uns aber nicht beeindrucken lassen und das ist halt das Schöne. Wir haben halt ein bisschen umgestellt. Wir wollten halt die Defensive halt so ein bisschen stabilisieren und das ist gerade halt die erste 26, in der ersten Halbzeit ist es gut aufgegangen. Ich weiß, Essen hatte ein, zwei Chancen, aber halt, es kommt immer mal vor in Heimspiel, dass sie halt vor uns zu Tor kommen. Aber wir haben halt auch ordentliche Chancen gehabt. Wir gehen auch 1:0 verdient in Führung, wo King den Ball wirklich super verlängert. Mikey halt einen guten Lauf in der Tiefe, nimmt den Ball sehr gut mit. Und dann halt Baumi macht einen Lauf auf der linken Seite und macht den Raum frei für Mike, dass er halt einschieben kann. Und es war ein schön herausgespieltes Tor. Wir waren danach in der Lage, halt wirklich weitestgehend halt Essen halt weit weg von unserem Tor zu halten. Natürlich, jede Standardsituation zu verteidigen, ist schwierig. Natürlich ist es halt ein bisschen unglücklich, dass der Marcel rauskommt und den Ball fallen lässt. Wenn er rauskommt, dann muss er halt den Ball haben oder klären. Und der Ball kommt runter. In der Aktion hat jeder halt hier einen Pfiff gehört. Aber gut, wir dürfen nicht aufhören zu spielen, bis wir sicher sind. Götze hat nicht aufgehört, der hat halt den Ball reingeschoben. Viele Mannschaften können halt danach unter dieser Atmosphäre halt wirklich auseinanderbrechen. Das haben wir nicht getan. Wir waren halt wirklich gut dran. Wir haben halt direkt vor der Halbzeit eine wirklich richtig gute Chance, wo Mikey halt Baumi frei spielt und kommt der Verteidiger rüber, aber mit einer besseren Ballannahme, dann kommen wir halt frei zum Schuss. Zweite Halbzeit haben wir halt zweimal umgestellt, beziehungsweise zweimal gewechselt. Und die Jungs, die reingekommen sind, haben es halt einfach sehr ordentlich gemacht. Wir haben halt im Vorfeld des Spiels gesagt, dass wir halt die Ballverluste, gerade wenn Berlinski oder Enali oder Young oder Kefke, wenn die anlaufen, wir wollen halt diese Ballverluste vermeiden. Und wir haben einen Ballverlust in der zweiten Halbzeit, wo es halt wirklich sehr, sehr, sehr brenzlig war. Das ist die beste Chance des Spiels. Beziehungsweise der zweite Halbzeit, wo der Ball Pfosten und rausgeht. In den letzten Wochen sind die Bälle halt für uns immer halt Pfosten rein oder halt wir selber am Pfosten und gehen sie raus. Und deswegen haben wir halt diese Situation glücklich überstanden. Das ist einfach so. Und entscheidet sich halt Kleinigkeiten. Danach haben wir es halt wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Da waren immer halt Halbchancen auf beide Seiten, aber halt nicht so, dass man sagt, okay, die müssen halt die Chance reinmachen oder wir müssen halt die Chance reinmachen. Die rote Karte, zu der roten Karte natürlich, dass Fricker halt sich entschieden hatte, statt zu greifen, zu grätschen, dass der Torwart, dass der Schiedsrichter halt sich für eine rote Karte entschieden hatte. Ich kann aber versichern, dass halt der Fricker keinen Spieler halt verletzen wollte. Das wollte er nicht. Der wollte halt einen Angriff unterbrechen und dann ist er bestraft worden mit der roten Karte. Und deswegen, ich hoffe, dass da Enali halt kein Blasur davon hat. Christoph, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Serie, was man spielt. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass nach dem 1:0 von uns das gepfiffen wird. Aber gut, die Ansprüche sind vielleicht etwas anders. Dankeschön. Tschüss. Ja, vielen Dank, Herr Enox. Und nun bitte ich Christoph Dabrowski um seinen Kommentar. Ja, auch von mir hallo in die Runde. Ich denke, wir müssen mit dem Punkt heute leben. War ein kompliziertes Spiel, weil wir gegen eine sehr kampfstarke, robuste Mannschaft früh in Rückstand geraten sind. Das hat man auch gesehen, dass die Jungs dann erstmal gebraucht haben, reinzukommen. Und wir haben
dann dieses Anschlusstor gemacht. Ich glaube, Berlinski hat noch eine Riesenchance in der ersten Halbzeit, wo der Torwart von Zwickau überragend hält. So gehen wir mit dem 1-1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit haben wir es versucht, nochmal alles rauszupressen. Aber dann wollte das Ding von den Ali auch nicht rein. Und das waren zwei Riesenchancen auf unserer Seite, wo wir hätten das Spiel in unsere Richtung entscheiden können. Ja, und deswegen muss man sagen, Kompliment für die kämpferische Leistung der Zwickauer. Ja, die waren sehr, sehr unangenehm zu bespielen heute. Ich habe auch mit einem ähnlichen Spiel gerechnet. Die Jungs haben alles versucht und deswegen gehen wir mit einem Punkt raus, sind seit 4 Meisterschaftsspielen ungeschlagen, haben jetzt, glaube ich, in den 4 Spielen 8 Punkte geholt. Die Entwicklung, der Weg ist top. Und zu dem Weg gehört auch, dass man auch mal einen Punkt einsammeln muss. Und geht es in Oldenburg weiter und da versuchen wir an die letzten beiden Auswärtsspiele anzuknüpfen. Da haben wir maximale Punktzahl rausgeholt. Versuchen jetzt in den letzten 3 Spielen das Maximum zu erreichen, um einfach eine gute Grundlage für die Rückrunde, für das neue Jahr zu schaffen. Und euch, Joe, auch alles Gute für euren weiteren Weg und vielen Dank. Ja, danke, Christoph. Haben Sie noch Fragen an die Trainer? Bitte. Ja, hallo zusammen. Eine Frage an Christoph Dabowski. Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. 4. Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Als Trainer ist es sicherlich immer nicht so einfach, so ein Remis dann auch einzuordnen. Auf einer Seite wolltet ihr natürlich unbedingt gewinnen hier zu Hause. Auf der anderen Seite stand es dann nach 4-5 Minuten schon 0-1. Was überwiegt denn jetzt so kurz nach dem Abpfiff? Die Enttäuschung, dass man nicht gewonnen hat oder doch die Zufriedenheit, dass man dann zum 4. Mal in Folge ungeschlagen geblieben ist? Nein, ich sehe den Weg, die Entwicklung. Ja, und dazu gehört das auch mal zu akzeptieren, dass man auch einen Punkt zu Hause mitnimmt. Auch wenn alle erwarten, dass wir Zwickau, die in einer schwierigen Situation sind, hier aus dem Stadion fegen. Aber Sie haben gesehen, Zwickau glaubt an sich, haben alles reingeworfen heute und haben sich den Punkt redlich verdient. Und meine Jungs haben maximal investiert, haben es versucht. Aber der letzte Punch war nicht vorhanden heute und deswegen müssen wir den Punkt akzeptieren und versuchen es nächste Woche wieder. Und nochmal eine kurze Personalnachfrage oder besser gesagt 2. Zu den ganzen Ausfällen hat sich jetzt noch Fandrich gesellt, der auf der Kippe stand, heute nicht im Kader war und zur Halbzeit musste dann Sponsel raus. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, wie es bei den beiden Spielern aussieht? Ja, Fandrich hat aus dem Pokalspiel am Dienstag eine leichte Adduktorenzerrung sich geholt und da bin ich guter Dinge, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist. Bei Maiko kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen, was er hat. Ob es dann an der Knieverletzung, die er vor ein paar Wochen auskuriert hat, lag oder ob es was anderes ist, kann ich jetzt hier nicht sagen. Hallo, auch ich hätte eine Frage an Sie, Herr Dabrowski. Young ist vor ein paar Wochen wieder zurück ins Team gekommen, nachdem er ein paar Spiele draußen saß. Heute hat er als Zehner gespielt. Wie bewerten Sie seine Entwicklung in den letzten Wochen? Ja, sehr positiv. Also ich glaube, dass er frei am Kopf wirkt. Ich glaube, dass er eine extrem gute Dynamik auf den Platz rüberbringt. Und heute hat er sich auch gut in den Räumen bewegt, war immer mit seinem Tempo-Dribblings sehr gefährlich, hat Aktionen vorbereitet. Leider heute nicht mit dem zielgerichteten letzten Ball oder Abschluss, den er sich mit Sicherheit selber oft hat. Aber ja, das ist ein Junge mit sehr viel Potenzial und das hat er die letzten Spiele wieder auf den Platz gebracht. Ja, hallo, Frau Rantschu. Die Variante mit Jan Löhmannsröben im Abwehrzentrum, werden wir die jetzt öfters sehen in Zwickau? Also Jan hat außer der gelben Karte wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel geliefert im Ballverlust in der zweiten Halbzeit. Das kommt mal vor, da müssen wir halt diese Fehler abstellen, aber das ist wirklich die gesamte Abwehr, auch die beiden Sechser davor, haben es halt wirklich sehr, sehr ordentlich gemacht. Die beiden Außenspieler in dem System haben halt sehr viele lange Wege
die Stürmer haben auch lange Wege, gerade wenn die Außenverteidiger angespielt werden. Also wir sind halt zufrieden mit der gesamten Leistung gegen den Ball. Und auch Lö mit seiner Ruhe am Ball, es tut uns halt einfach sehr gut. Wir haben halt gerade in der ersten Halbzeit hinten nicht nur halt die lange Bälle. Die Bälle haben wir halt erst dann gespielt, als Essen rausgelockt war. Das hat er als seine Aufgabe sehr, sehr gut gemacht. Ob das halt nächste Woche sein wird, müssen wir halt erstmal abwarten. Keine weiteren Fragen? Dann Dankeschön für Ihr Interesse. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise, alles Gute und Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal.